So, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Hier sind wir auch wieder. Diesmal die erste Änderung. Ich habe es ja angekündigt in Folge 200 schon, beziehungsweise in den Comments danach. Einige Änderungen wieder. Das erste, was ihr direkt sehen dürftet, wir spielen hier wieder mit dem Sphex PureBD, das wir ja auch vorher die ganze Zeit eigentlich schon hatten. Ich habe in den Comments ja geguckt, was ihr von dem anderen Texturen-Package gehalten habt. Und ihr habt halt gesagt, ja okay, wir bleiben lieber beim Sphex. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich das mit dem Shader-Mod auch soweit wieder hinbekommen. Wir sind jetzt auch auf 1.4.6, habe auch mal das Texturen-Package aktualisiert. Da sieht man schon die Weihnachtstruhen und so. Ist jetzt eben das Weihnachts-Update sozusagen. Und ja, ansonsten mal ganz fernab dessen, ich mache gerade eine Nachvertonung, weil ich Probleme mit Synchronisation und allem Möglichen hatte und habe deshalb leider auch die Webcam rausschneiden müssen und habe mir überlegt, dass ich das auf Dauer leider nicht so weitermachen kann. Das ist mir echt einfach viel zu viel Arbeit dafür, nachher eine Folge hinzubekommen, also 15 Minuten zu zocken. Und dann muss ich das synchron kriegen, ich muss das passend schneiden, ich muss das jetzt mit einem anderen Programm dann alles rendern, ich muss dieses Bild in Bild muss ich passend hinkriegen, dass alles mit den Größen passen und kodieren und und dann werden die Dateien auch irgendwie noch viel größer als sonst. Das ist alles nicht so, wie es sein sollte. Und von daher werde ich einfach so wie vorher auch weiterspielen. Wir haben jetzt eben zusätzlich den diesen Shader-Mod drin. Wir haben diesen GLSL-Shader-Mod drin. Ihr seht, wie die Blätter sich da bewegen und so. Ja, jetzt ist es gerade schon wieder weg. Da hat der Typ schon wieder die Kamera bewegt. Ja, und von daher werden wir einfach ähnlich wie vorher weitermachen. Natürlich mit ein paar kleinen Neuerungen. Und wenn ihr sagt, ja, macht doch jetzt mal noch den Mod oder macht doch jetzt mal noch das und bau mal noch das und was nicht alles, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ich werde da jetzt versuchen, noch mehr drauf einzugehen. Je nachdem, was eben noch so an Wünschen kommt. Und ja, ansonsten, Moment, ist das gerade so Musik? Nein, das ist die Musik aus der Aufnahme. Ja, okay, ich höre ja gerade die Aufnahme, in der halt leider keine Stimme drin ist. Ja, okay, ich war gerade ein bisschen durch den Wind, als ich eben schon realisieren musste wieder, dass ich dann erstmal alles wieder nachvertonen muss. Naja gut, ist nur eine Folge. Auf jeden Fall wollte ich hiermit gerade auch schon mal zwei Zuschauerwünsche nachkommen, oder einem, beziehungsweise dreien eigentlich. Auf jeden Fall haben wir uns gerade schon einen Kompass gemacht, aus dem Kompass eine Karte gemacht, machen uns jetzt noch mit Leder und Sticks einen so einen Bilderrahmen, den man ja auch super verwenden kann, um zum Beispiel Truhen damit zu beschriften und ähnliches. Ich nehme den jetzt gerade einfach nur, um diese Karte da reinzupacken, denn da wurde drum gebeten. Und zack, habe ich aus dem ganzen Stack Holz erstmal 64 Knöpfe gemacht. Habe ich das nicht toll hinbekommen? Oh nein, ey. Ach ja, ach, das Nachvertonen ist irgendwie komisch. Ja, jetzt sitze ich hier so, guck mir selber zu und laber dazu irgendwie. Naja, auf jeden Fall. Hier, Leder, Stöcker drumrum. So, zack. Mittlerweile habe ich ja auch so ein bisschen, genau, so geht das leider nicht mit der Karte. Ein bisschen Nachvertonerfahrung aus Far Cry, wo ich das Problem ähnlich auch schon mal hatte. Jetzt überlege ich gerade wohin, direkt da mal dran. Leere Karte geht so leider nicht. Ich drücke drauf, passiert nichts. Na gut, sie dreht sich, also das Ganze einmal abbauen. Denn wir müssen die Karte erst einmal angeschaut haben. Ich habe mit der Karte natürlich genau das jetzt. Ich habe mit Karten in Minecraft bisher jetzt noch nicht so viel zu tun gehabt, dadurch, dass ich eigentlich immer mit dieser Minimap spiele, die mir doch sehr weiterhilft und auch eine große Karte hat, die vor allen Dingen auch dynamisch ist und eben nicht so statisch wie das da jetzt mit irgendwie 6x6 Chunks oder wie groß auch immer das sein mag. Aber gut, da können wir es jetzt reinhängen, sehen, wie toll das alles ist. Und ja, man könnte jetzt ja sogar dann eine entsprechende Karte machen. Eine große Karte habe ich mir schon überlegt. Was weiß ich, so ein 3x3-Feld oder so, wo der Abschnitt dann in der Mitte ist. Und dann machen wir einfach drumherum auch Bilderrahmen mit Karten. Könnte man sich halt so eine richtige Wand machen, die einfach vollhängt mit Karten, die dann alle so ineinander übergehen quasi. Aber naja, gut. So, ein anderer Zuschauerwunsch war, dass oben aufs Community-Haus natürlich auch mal ein Glowstone draufkommt. Das können wir gerne machen. Da stelle ich gerade jetzt an der Stelle fest, warum habe ich gerade auf dem Bildschirm gezeigt? Ich weiß es nicht. Dass, wenn wir da in unserer Aktionsleiste hin und her scrollen, dass dabei dann unsere, ja, das Item, das wir gerade benutzen, angezeigt wird. Da stelle ich gerade fest, dass die Einzeltruhen rot sind. Das sieht auch ziemlich cool aus hier in diesem Winter-Special. Auch wenn hier sonst relativ wenig winterlich ist, so eine sommerliche Stimmung, wie hier gerade im Spiel ist. Und ja, falls ihr wisst, wie man dieses zum Beispiel, dass da gerade Diamantschaufelstand abstellen kann und so, dann richtet mir das doch bitte auch mal aus. Ich habe nämlich keine Ahnung. Da habe ich mich gerade gefragt, ob das alles so richtig ist mit diesem Glas. Das sah ein bisschen komisch aus. Mag natürlich auch am Shader-Mod wieder liegen. Hier ist jetzt gerade das Zuckerrohr irgendwie nur zwei Blöcke hoch, weil die Pistons irgendwie immer noch so ein bisschen buggy sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der aktuellen Version behoben ist.
Das müsste ich vielleicht dann am Anfang der nächsten Folge auch mal wieder einmal abbauen und gucken, ob es geht. So, das Schwein hat sich da schon an die Karotten drangestellt. Das haben wir natürlich gerade zu verhindern gewusst, dass es die mitnimmt, auch wenn es das gar nicht kann, aber was soll's. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, so, ansonsten werden wir jetzt hier erstmal in der Farm gerade eine Runde weitermachen. Und zwar wurde ja darum gebeten, dass sich da oben zum Beispiel dann auf das ganze Wasser, das da so dran langläuft, ja, Seerosen oder so drauf machen könnte. Das Problem an Seerosen ist einfach, genau, ich zeig's gerade schon so mit der Kamera, dass wenn ich da, also wenn ich diese Items abbaue, dann kann es eben sein, dass die auf die Seerosen drauf fallen. Und jetzt, passt mal auf, jetzt auch eine kleine Neuerung, wenn ich den linken Block gleich abbaue. Genau, wir haben aber jetzt nämlich keine Abbauanimation mehr. Das ist das kleine Problem, mit dem ich mich jetzt leider abfinden muss oder mit dem wir uns abfinden müssen dafür, dass wir dieses Texturen-Package mit diesem Shader-Mod benutzen können. Denn der Shader-Mod verfärbt leider bei den Abbauanimationen die gesamte Animation, also das gesamte Quadrat sozusagen, das im Texturen-Package drin ist. Und da das Grau hinterlicht ist und das Graue dann auch verfärbt wird, wird im Grunde der ganze Block verfärbt und das sieht unheimlich behindert aus. Von daher habe ich gesagt, ja komm, schneide ich das raus. Die Abbauanimation ist jetzt also weg. Ich muss mich dann noch einmal um die Lizenz kümmern, ob ich das jetzt veränderte Texturen-Package dann irgendwie bei mir vielleicht auf der Website hochladen kann oder sowas. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, falls ihr jetzt auch mit diesem Shader-Mod spielen wollt, ich werde vielleicht auch in die Videobeschreibung nächstes Mal so eine Liste packen mit allen Mods, die ich eben verwende. Muss ich mal gucken. Muss dann nur vor allen Dingen gucken bei den älteren Folgen, wo das ja teilweise noch andere Mods waren. Aber gut, so, das haben wir auch hinbekommen. Ich war eben stehen geblieben. Wobei war ich denn stehen geblieben? Wir haben die Farm weitergemacht. Ach genau, bei dem Zuckerrohr, wo wir dann auch mal die Pistons wieder abbauen müssen. Genau, und das muss ich nächste Folge machen, ja. Ne, wir waren aber noch irgendwo stehen geblieben. Hab ich jetzt aber vergessen. Naja, shit heavens. Okay. So, jetzt räumen wir gerade das Inventar wieder so ein bisschen aus, wie ich sehe. Ne, wir haben uns was mitgenommen. Und zwar haben wir uns Kies mitgenommen. Das nehmen wir uns noch mit. Wir nehmen uns eine Truhe mit. Ach so, genau. Und wir nehmen uns gleich auch noch Steine mit. Damit wir bei der Farm dann ordentlich Hacken immer haben. Ordentlich Feldhacken haben. Da stelle ich einfach gleich die Truhe da irgendwo mitten rein. Kommen einfach ein paar Hacken rein. Und dann ist das auch in Ordnung schon. Einfach nur, dass wenn wir da dann das wieder frei machen wollen oder sowas. Obwohl, ich bin gerade im Überlegen. Muss das überhaupt sein? Denn wenn wir es abfarmen, dann wächst da doch noch nichts wieder drüber. Eigentlich brauche ich doch gar nicht so viele Hacken. Oder bin ich jetzt blöd? Das war völliger Schwachsinn, dass ich das gemacht habe, oder? Denn eigentlich bleibt das ja alles so bewässert und wächst nicht wieder zu. Und brauche ich eigentlich gar nicht so viele Hacken. Oder? Lass mich mal gerade nachdenken. Also eigentlich brauche ich die Hacken gar nicht. Also vielleicht mal eine oder zwei oder so, aber zumindest nicht so fucking viele. Das haben wir im Together aber auch gemacht. Wo haben wir das da denn gemacht? Das war irgendwie auch dann ein bisschen blöd. Ach naja gut, wir haben uns gerade, hat ja jetzt nur ein paar Steine und Zicks gekostet. Ist ja nicht weiter schlimm. So, alle weg bis auf eine. Kies hat man mitgenommen, damit wir da hinten im Weg. Genau, da fange ich jetzt auch gerade erst mit an. Dass die mal gerade wieder repariert kriegen. Und auch die Wände, die ja teilweise noch mit Cleanstone sind, auch einmal kurz mit Erde ersetzen. Und in diesem Zuge können wir uns jetzt auch mal diese Lichtverhältnisse hier im Dunkeln in Anführungsstrichen mal ein bisschen angucken. Man sieht, ich sehe es ja gerade selber, ich gucke mir ja gerade quasi das Aufgenommene an. Also es sieht auch in der Aufnahme okay aus. Es ist irgendwie ein bisschen dunkel, man hat das Gefühl, es ist zwischendurch ein bisschen verfärbt. Und man sieht gerade zum Beispiel auch, eine Fackel bringt verhältnismäßig wenig, zumindest deutlich weniger als vorher. Das heißt, Sachen, die wirklich hell sein sollen, müssen gut ausgeleuchtet sein, wenn nicht am besten sogar mit Glowstones irgendwie ausgeleuchtet sein, weil so eine Fackel macht zwar eine Ecke heller, aber bringt nicht so das richtige Licht. Und das tut ein Glowstone hierbei sogar auch nicht. Das Licht natürlich an diesem Shader-Mod ist ja klar. Hier haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen diese Lichtbugs hier drin und sowas. Ist ja aber auch nicht weiter schlimm. Wir können ja diesen Shader-Mod jederzeit ausmachen, wenn wir zum Beispiel mitten im Dungeon sind und stellen dann fest, oh, okay, hier geht plötzlich in der Höhle die Sonne auf oder sowas. Achso, das war gar kein Lichtbug, da ist hinten gerade einfach die Sonne untergegangen oder geht gerade der Mond auf oder sowas. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall doch gerade schon relativ dunkel, das Bild, muss ich feststellen. Aber es war in der Aufnahme, also während des Zockens auch nicht anders. Da haben wir gerade so ein bisschen dieses, dass wir sehen, dass es ein bisschen komisch aussieht, wenn die Sonne hier halt so aufgeht und untergeht und sowas. Aber mein Gott, damit habe ich eben auch schon gesagt, können wir super leben dafür, dass es hier auf jeden Fall so tagsüber viel geiler aussieht. Dass da die Server-IP steht, war das sonst auch so?
bin gerade so ein bisschen, also war ich in der Aufnahme eben zumindest, habe jetzt noch nicht geguckt. Das ist sonst auch so, ne? Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja eine Whitelist und alles. Ist ja kein Problem. Das wundert mich gerade. So, ist mir dann eben so einfach mal ins Auge geschienen. Nein, du Spaß, du musst zweimal drauf drücken. Genau. So. Wasser an. Jetzt wird das hier alles runtergetrieben. Fällt da alles rein. Fließt da zusammen. Wasser wieder aus. Fällt auch nichts auf die Erde oder so drauf. Alles gut. Da haben wir die goldenen Kartoffeln und die orangen Karotten. So. Die können wir auch direkt wieder neu einsäen. Genau. Ordentlich sortieren. Dann noch die draufgesprungenen Felder wieder freimachen. Genau, da war ein etwas abrupter Abgang plötzlich in dem Lied. Da hinten müsste ich vielleicht mal noch das ganze Redstone-Gedöns zu machen. Sehe ich gerade so hinter den Dispensern. Oder vielleicht überhaupt mal so eine Decke da drüber ziehen oder so. Ich glaube, das mache ich nächste Folge mal. Und wir machen uns gleich auch noch ein kleines Projekt, das wir nächste Folge dann direkt weitermachen werden. Beziehungsweise zwei Projekte sogar. Zum einen ist bei den Falltüren, manche Falltüren sind andersrum als andere, ist mir aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, ob mir das beim Hinsetzen nicht aufgefallen ist oder woran das jetzt genau lag. Auf jeden Fall werde ich das nächste Folge auch korrigieren, beziehungsweise fange da am Ende dieser Folge sogar noch mit an. Was ich da jetzt mache, ist zu gucken, man könnte hier vielleicht auch noch so Übergänge weitermachen, um das ganze Ding einfach noch ein bisschen schöner zu kriegen. Das ist dann natürlich Geschmackssache. Muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. Zum Beispiel wie auch dieses Panoramafenster, was da jetzt rechts im Bildschirm gerade ist. Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Wir haben unser Frontfenster, wo wir eben frontal reingucken können. Und eigentlich reicht das ja auch schon. Aber gut, so, wir machen jetzt erstmal weiter. Und zwar wollte ich in dem Moment gerade eigentlich erst mit dem Dach weitermachen. Aber dann fällt uns was anderes ein. Und zwar werde ich jetzt diesen Eichensetzling wegtun, die zwei Feuersteine wegtun und registrieren, dass wir hier noch eine Kartoffel haben. Und auch vor allen Dingen drei Tropenbaumsetzlinge. Ich gucke einmal gerade noch in der Truhe, was wir hier noch so haben. Birken, Eichen, Fichten haben wir genug. Tropenholz haben wir nicht so viel. Von daher setzen wir das Tropenholz gleich auch mal hin. Was nehmen wir uns noch mit? Wir nehmen uns noch... Achso, wir packen nur noch weg. Feuersteine noch weg. Werkbank auch noch weg. Zack. So, was wir natürlich auch unbedingt anfangen müssen. Ja, komm hier, das auch weg. Ist ja gut. Ist natürlich die Kürbisfarm. Wir haben letzte Folge ja die Kürbisse gefunden. Dass wir dann auch damit mal wirklich eine Farm bauen. Das würde ich allerdings erst gerne machen, wenn wir Melonen auch gefunden haben. Damit wir die dann einfach gleich groß bauen können, genau versetzt und parallel bauen können. Also, gespiegelt bauen können. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht versetzt und parallel. Ach, egal. Naja, so, vierte Kartoffel da noch hin. Die Setzlinge einfach gerade irgendwo an den Rand. Irgendwo an den Rand. Achso, jetzt messen wir schon aus. Also, was wir noch machen, ist hier einen Springbrunnen hinzubauen. Ich wollte den eigentlich ganz gerne hier auf diese Ecke bauen, wo ich gerade zeige. Allerdings würde das ein bisschen doof sein, wenn der 5 Blöcke groß ist und uns dann so den Weg versaut und sowas. Von daher wird er wahrscheinlich hier neben die Birke nebenkommen. Hier stelle ich gerade fest, dass die Falltüren teilweise unterschiedlich sind. Eigentlich soll natürlich dieses Schloss sozusagen oben sein, dieser Griff, dieser Ring meinetwegen. Und wenn ich es oben dran mache, ist es eben falsch rum. Und wenn ich es unten hin mache und dann hochklappe, ist es eben genau richtig rum. So wollen wir es eigentlich eben auch überall haben. Und mir fällt gerade auf, dass es halt überall irgendwie unterschiedlich ist. Soll natürlich eigentlich schon einheitlich sein. Gut, ansonsten werde ich, was mir gerade auffällt, auch noch nächstes Mal sofort mit Knochenmehl oben erstmal auf diesen ganzen Bäumen, auf diesen 8 Erdblöcken, da erstmal noch langes Gras drauf wachsen lassen oder Blumen sogar drauf machen oder so. Das dürfte eine ganze Ecke schicker aussehen. Und hier heben wir jetzt erstmal so ein 5x5 Loch aus für diesen besagten Springbrunnen. Wie ich den genau baue, muss ich mal gucken. Ich kenne da ja so ein paar grobe Techniken und sowas. Muss ich mal schauen, wie das am besten funktioniert. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock und Zeit habt, oder was heißt Bock und Zeit habt, also überlegt euch doch mal bitte was für diese Ecke hier von der Kreuzung. Hier habe ich auch gerade überlegt, dass ich den da auch hinbauen könnte, aber mache ich dann doch nicht. Und für die, wo jetzt auf der linken Seite die Treppe ist, dass wir da auch irgendwas hinbauen. Irgendwas Cooles. Kann irgendwas Kleines sein, es kann ein Andenken sein, es kann irgendwas... Es kann was total Unnötiges sein, einfach was, irgendwas, was wir irgendwo mit verbinden können. Oder was halt irgendwie cool aussieht oder so. Keine Ahnung, ganz egal eigentlich. Irgendwas Chilliges halt. Okay, so, für diese Folge werde ich jetzt, soweit ich mich erinnern kann, jetzt hatte ich gerade irgendwas anderes vor, habe es mir jetzt, glaube ich, gerade anders überlegt. Werde mal einfach diese Falltüren hier noch eine Runde weitermachen. Und damit dann auch diese Folge beenden, also indem ich, während ich das hier so weitermache. Zap, 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 zap.
Musiktechnisch nochmal ganz nebenbei, ich sag's ja jede 10., 20. Folge wieder und wieder. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt oder so, dann schreibt ihr einfach rein, ansonsten werde ich mich da weiter drum kümmern. Und was halt mal ganz nett wäre, weil bisher kam halt mal so ein Wunsch und mal kam halt auch einfach gar keine Antwort. Wenn ihr jetzt sagt, ne, kümmert du dich drum, dann schreibt halt, dass ich mich drum kümmern soll, weil sonst bin ich immer so ein bisschen am Zweifeln, das leckt der Server jetzt gerade übrigens eine Runde, ob ich das irgendwie nicht deutlich genug ausdrücke, dass ich irgendwie Musikideen haben will oder woran das genau liegt, weiß ich dann nicht. Ist ja auch eigentlich ganz egal, also meine Fresse, wenn jetzt irgendwer die Musik zum Kotzen findet, wird er das schon schreiben. Spätestens dann werde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich nicht vielleicht irgendeine andere Musik reinmache. Aber gut, okay. So, wir machen einfach mal noch eine Runde bei den Falltüren weiter. Nächstes Mal dann, wie gesagt, bei der Farm optisch so ein bisschen hier die Gräser so ein bisschen drauf machen und all so ein Kleinzeug. Einfach, was eben noch so an Kleinigkeiten ansteht. Und danach wird es auf jeden Fall losgehen in die ganzen Caves, die wir gefunden haben, um dort dann eben, in der Hoffnung, einen verlassenen Minenschacht zu finden, um da dann wiederum Melonen finden zu können in irgendeiner Truhe. Wollen wir einfach mal hoffen. Und ja, für diese Folge war es auch schon wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Comments da lasst, dass ihr das Video auf jeden Fall liked. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns bis die Tage und noch frohe Weihnachten.